Wie viel würdest du erleiden? Ich kann dich nicht angreifen von hier, ich Depp. Ihr bewegt euch diagonal. Müsstet ihr also wieder zurück. Wenn ich mich dreist hier hinstelle. Mit meiner Ente. Shit. Ich meine, ich könnte meine Ente quasi opfern. Dafür würde ich aber wahrscheinlich einiges an seinen Ressourcen wegjagen. Und so macht sie wenigstens noch was. Also wenn ich sie hier unten lasse, kriegt sie im nächsten Zug sowieso von mehreren auf die Nase. Ja, sie kriegt sie von zwei auf die Nase. Ergo. Der Lava ist too strong. Deswegen machen wir jetzt einfach mal so gut Schaden, wie wir können. An ihm hier wenigstens schon mal. Und das ist eine Menge. Lass gefälligst meine Monster in Ruhe. Sonst was? Willst du mir drohen, Bilbo? Aber Finsternis war gut gegen Dreck. Okay. Das heißt, wenn wir ihn hier angreifen, 150 Damage. Und wenn wir dich hier angreifen, 106. Warte mal, du kannst dich aber nur diagonal... Sekunde mal. Bleib noch mal stehen, mein Dämonenlord. Ich nehme mein Bein dahin stelle. Das ist doof, warte mal. Gucken wir mal. Was sind denn noch andere Optionen hier? Wir können den angreifen. Das bringt uns allerdings herzlich wenig. Um genau zu sein, der Kobold kassiert hart, wenn wir jetzt hier... Deswegen würde ich eher sagen, wir stellen uns hier hin. Greifen damit Kuri Knödel an. Beziehungsweise zerstören das Ding komplett. Ja, machen wir so. Bumm. Und dann... Gucken wir mal, was wir mit Lavas... Ja, du musst erstmal nachrücken. Lavas und Doom, die müssen erstmal alle nachrücken jetzt. Der Beauftragte hält wahrscheinlich ein, zwei Angriffe aus. Von daher, wenn ich mich... Ist das noch toxisch? Nö, ist es nicht mehr. Also kann ich mich hier hinstellen. Ihn angreifen und er wäre destroyed. Sehr schön. Solange wir irgendwie so First Kill, so First Blood kriegen, ist immer so ein guter Vorteil, sag ich mal. First Blood ist immer relativ hilfreich. Oh, sein beauftragter Dämon sieht so unglaublich cool aus. Schade, dass keiner hier, dass er den Rotaugen nicht hat. Den hätte ich ihm zu gerne abgeluchst. Okay. Das ist das. Und er ist ein Level Up. Jetzt hat er 300 PP, noch mehr AP und noch mehr Attack. Das ist ein Beauftragter. Der wird beauftragt und macht seinen Job. Irgendwas läuft schief. Ja, meine Viecher leveln. By the way, ich mag dieses Level-System irgendwie. Es ist, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie cool. So, ich weiß, du, das Bein ist jetzt... Wir sind jetzt mit einem Bein im Goop. Wir haben immer noch zwei Viecher nicht freigelassen. Nein. Nichts, was ich tue, funktioniert. Müssen wir aufpassen jetzt. Was ist das? Mit diesem Monster werde ich gewinnen. Was? Ach du Scheiße. Kannst du ihn schlagen, Yugi? Schaffst du es? Das sollte machbar sein. Es sei denn, das Ding hat Mega-Movement. Ja, 106, das hält er noch aus. Die Frage ist, ob er jetzt wirklich die Ente tot sehen will. Probably yes. Ich bin auch nicht besiegt. Jetzt haben die Viecher also auch noch ein Bossmonster quasi. Easy. Guck mal, wie viel der noch übrig hat dann. Easy. Ich will mal Tori... Ja, das Ding sieht super lächerlich aus. Und es raschelt. Es hat versucht, mich zu tackeln.
Weil, guckt euch an, es interessiert ihn so gut wie gar nicht. Der hält mindestens noch 2 Angriffe aus. Mein Vogel jedoch nicht. Aber gut, es hat 2 seiner Züge gekostet, meine Ente loszuwerden. Von daher, es ist nicht super schlecht. Mein Kobold lebt noch. Ich habe ihn aber auch in eine schlechte Position gelenkt. Mein Beauftragten. Auch das hält er aus. Und dann war das sein letztes Monster erstmal. Da tut denn keiner mehr was. Das Ding ist merkwürdig. Nom nom nom. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein durchgeknalltes Ding? Ja, guck mal, der steht immer noch. Still standing. Ja gut, die 25 Schaden nehme ich jetzt mal hin. Du bist gerade echt... Ich muss jetzt mal erstmal beschwören, sonst kommen wir hier gleich, sonst kommen die nicht hinterher. Wenn's eng wird. Er hat hier die freie Auswahl. Den hier mit 300. Ihn hier. Oder den Skorpion. Okay, du hast 3 Monster, die du angreifen kannst. Sogar Kuribo fast schon. Das Problem ist... Nee, warte mal. Das Ding vor mir ist eher das Problem. Weil wenn ich mit ihm hier... Nachteil Finsternis. Ergo, wenn ich mit ihm hier angreifen könnte. Du kannst ihn hier angreifen. Right. Was ist hier nochmal? Du bist... Ach, Lavas, guck mal, du stehst doch hier gerade perfekt. Du bist doch gerade elegant am richtig stehen. Guck mal, das habe ich mir doch fast schon erhofft, sowas. Genau. Dafür wirst du toll. Ja, 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 ja. Wenn das jetzt noch besser läuft. Natürlich nicht. Aber wir können den Skelengel mal ein bisschen näher in die Action bringen. Nö, wieso? Ich bin doch hier. Das Ding wäre destroyed. Was mit dir? Nicht wirklich. Aber um dich da hinten? Nee, weißt du was, wir machen das so. Wir knatschen dich hier mit weg. Wir treten dich einfach weg. Und dann pass mal auf, was gleich mein Beauftragter und hier, ne, der Kobold anstellen. Nämlich ihn hier. Scheiße, ist das Ding tanky. Das Ding ist echt hart tanky. Das will ich ungern zugeben. Also Rex ist jetzt hier hingegen schon wieder eine echte Challenge irgendwo. Der will Streit. Und ich werde wahrscheinlich auch im nächsten Zug ein Monster verlieren. So viel ist man sicher. Shit, ich habe nicht genug, um mit ihm anzugreifen. Und da zerbröselt mein Keks. Gut, dann verschwenden wir wenigstens den Zug nicht. Das ist jetzt schlecht. Da habe ich jetzt mich verschätzt. Ich habe ganz vergessen, dass Angriffe ja auch AP kosten. Der will mein... Was? Der hätte sich doch meine Viecher krallen können. Okay. Das wird schon noch knapp, ja, aber ich... Verlieren? Nee, komm, verlieren tue ich nicht. Sowas ist... verlieren tue ich nicht. Weil hiermit geht der jetzt auf Lavas auf irgendeinem Grund. Das verstehe ich noch nicht ganz. Sie haben nur ein Skelett... Skelengel als Backup? Er hält noch mindestens einen Angriff aus. Der Beauftragte aber wahrscheinlich nicht. Ja, das habe ich befürchtet.
Ja, aber das ist nicht so tragisch. Schade, ja. Aber tragisch ist anders. Da geht er auf mein Skelettengel. Ja, macht nichts. Du, ich unterschätze den T-Rex nicht. So ist das nicht. Aber... Oh shit, das Ding... It moves fast. Ah, 25. Das ist immer noch okay. Er ignoriert mein Bein. Warum auch immer. So, mit dir kann ich... Gehen wir erstmal hier hin. Ihr müsst sowieso erstmal... Du greifst diagonal an, richtig? Nee, tust du nicht, aber du... Gut, dann kannst du auch hier hin, ja. Mal davon abgesehen, dass du das aushältst. So, ich hätte dich. Das würde nicht killen. Ich hätte dich. Würde auch nicht killen. Oh, fuck me. Okay, warte mal. Lavas, was kannst du machen? Wenn ich dich hier hinstelle. Kill. You can kill. Das finde ich gut. Ja, ich unterschätze den König Rex nicht. Das wird, dass er seine eigene Animation kriegt. Ich unterschätze generell nichts, was seine eigene Animation kriegt. Wie viel Schaden ist das? Nicht genug. Also wir haben jetzt 4 Monster noch vor uns. Wir haben aber auch noch unseren Skelle-Engel. Der könnte sich Kuribo vorknöpfen. Sogar ziemlich gut. Ja, komm. Das ist okay. Aus mir machst du kein Fossil. Oh, das würde ich das, ich würde dir gerne das Gegenteil beweisen. Kümmern wir uns jetzt erst um das Tankteil hier, oder? Du hast 111, du hast... 141, richtig? Sogar viel mehr. Gut, dann kümmern wir uns mal zuerst um dich hier. Ja, stimmt. Weevil hat ja kein Bossmonster. Das ist fraglich. Gut, werden wir das Ding hier erstmal los. Wir treten es out of existence. Dein Auftritt ist vorbei. Look at my knee. Zwar voll daneben, weil das viel zu hoch war, aber ist okay. Das Ding ist weg. Schade, dass wir es nicht one-shotten konnten in dem Zug. Das wäre praktisch gewesen. Garr! Und das waren... Okay. 3 Monster hat er noch. Gegen 4, 5, die ich habe. Ich wollte gerade sagen. Kein Problem. Kuribo nimmt den Mund ein bisschen voll. Ein heftiger Schaden, aber es hat überlebt. Zum Glück. Ja, Mensch, der Giftschaden, der interessiert mich herzlich wenig. Es ist, ne? Gut. Jeder Zug bringt. Sabbel nicht, Yugi. Wir müssen jetzt hier ein bisschen gucken. Okay, Skelle-Engel kann so. Ja, er ist jetzt in einer Scheißposition. Belassen wir es dabei. Du bleibst dann also erstmal da. Du hingegen. Total Destruction. Kakerlakenlord? Was ist, wenn ich dich hier hinsetze? Angreife. Total Destruction. Dann will ich nur mal abschätzen, was ist, wenn ich ihn hier... Da kann ich nicht stehen?
Ja, okay, warte mal. Ich muss also erst Kuribo loswerden. Und das tun wir, indem wir ihn hier hinsetzen. Destruction. Komm, ich will so einen Kakerlaken-Lord mal angreifen sehen. Das will ich jetzt sehen. Die Statue ist allein schon süß. Vor allem, no. Weißt du, so ein Schild, wo drauf steht, kein Käferspray, bitte. Ich mag das nicht. Weggezimmert. So, das war ein Kuribo. Jetzt bewegen wir dich hier hin. Du kannst Lavas noch angreifen und sogar töten. Alter! Komm, ich sehe immer zu gern, wie du diesen Feuerpfeil losjagst. Ich sehe das einfach zu gerne, ja? Please, fucking kill it. Weil er ist auch, ne? Alle reden immer von MVP hier, von wegen Vogel, Skelengel und Lavas. Aber niemand beachtet ihn hier. Er ist, wo der wirkliche Schaden herkommt. Wenn er gleich überlebt, dann tut das nochmal richtig weh im Portemonnaie. So, warte mal, wie greifst du denn an überhaupt, du Ding, du? Oh, shit. Das ist mal ein Bossmonster. Nachteil Finsternis. Ja, gut, dass wir hier noch ein paar Finsternismonster haben. Die Frage ist, wie positionieren wir uns jetzt gegen dich? Du bewegst dich 3, hast Angriff 1. Ergo, du könntest hier hin, könntest hier angreifen und könntest hier angreifen. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du dich hier hinstellst. Auf diesen Super Drybone. Geh mit dir ein zurück. Ende. Du gehst hier hin. Und du gehst nicht in Attack Range. Du gehst hier hin. Ende. Und dann beenden wir den Zug und dann gucken wir mal, was wir mit diesem T-Rex anfangen können. Der kommt auf jeden Fall zu mir, Rex. So viel ist man sicher. Ja, 25 ist nicht schlimm. Überlebt er. Jetzt, er bewegt das Ding nicht. Gut, dann komm ich halt zu dir. Ich habe ja damit kein Problem. Ich muss nur aufpassen. Lavas ist hier sogar im Vorteil, den lasse ich da. Hier. Skelengel kommt dann nicht ran. Der bleibt da. Why would you? You fucking douchebag. Ich meine, wir können es auch auf die andere Art und Weise machen. Ich kann auch meinen Skelettengel da zu deiner Statue schicken und die kaputt hauen. Tja, eben, wenn du nicht zur Party kommst, dann kommt die Party zu dir. So ist das, Rex. Ich muss so oder so jemanden hinschicken, da der ein bisschen den Schaden einnimmt. Von daher, da werde ich nicht drum rumkommen. Da werde ich nicht drum rumkommen. Das ist ein dicker Dino. Ja, okay. Aua. Mein Bein lebt noch. Du Arsch. So, und jetzt kommt die Party zu dir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du den Zug überlebst hier. Rex Fablord. Das ist... okay. Jetzt ist nur die Frage, ob ich... ich muss ja alle irgendwie positionieren, dass das halbwegs Sinn macht.
Was ist, wenn ich dich das machen lasse? Das ist auch eine Menge. Kobold. Kann ich hier hin? Das ist an sich dumm. Aber warte mal. Wenn ich mein Bein, so doof das auch klingt, mal hierhin bewege, raus aus dem Gift vor allem, und mit Lavas mal ein bisschen Streit anfange, das ist schon mal gut Damage. Ja, das Bossmonster sollte ich mir schon holen, ja. Das, ich schätze mal, das Ding wird auch gut Erfahrung geben. Er muss auch frontal ran, sonst kriegt er mich nicht. Ich gebe ihm nur was, wo er nebenbei noch nachdenken kann. Sagen wir es mal so. Aber ich habe das Gefühl, ich werde ein Monster mindestens noch verlieren. Mindestens. Weil dafür... Er geht auf Lavas. Das war ein Fehler. Er hätte sich mein Bein krallen können. Jedes Mal, wenn ich das sage, ne? Ich war unkonzentriert. Ja, du warst es. Yugi, du solltest dich schämen. Das ist auch kein Problem, aber eigentlich müsste es das jetzt gewesen sein. Weil wenn ich Lavas nämlich hier hinschicke, ihm macht das Gift ja sowieso nichts. Das sind einmal nochmal 147 Schaden. Und den Rest übernimmt mein Feuersniper. Ja, das Ding ist hinüber. Das übernimmt er jetzt. Das ist nicht mal eine Diskussion. Komm, hier. Marco hatte auch keinen Boss. Das System eines Bossgegners, einer Bosskapsel, wurde literally jetzt erst mit Rex Raptor eingeführt. Vorher hatten wir keinen, der wirklich irgendwie ein Bossmonster hatte. Also eins, wo seine eigene kleine Animation kriegt. Kaboom. Das sind ja nur kaputt gemacht, weil... es ist cool, sowas Starkes im Team zu haben. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Warum hast du kein Rotauge, Rex? Hättest du nicht ein Rotaugen haben können, das wäre mir so viel lieber gewesen. Die Ente war zu schnell. Stimmt, da war ja was. Ich glaube, der hat am Ende wirklich immer noch zwei nicht beschworen gehabt. Warum habe ich verloren? Das war eine knappe Partie, Rex Raptor. Aber ich bin der Sieger. Mal davon abgesehen, wenn du ja wirklich... Du musst nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen. Beeil dich und geh zum nächsten Abschnitt. Mach's gut, Rex Raptor. Wenn du halt den Kristall zerstörst, gibt's einfach mal 100 Erfahrungspunkte. Also es ist schon einiges, was man dann kriegt. Er kriegt noch mehr Damage. Because he needs it. Alter Verwalter. Noch mehr Damage für den Sniper. Dafür haben wir nicht so viele Verluste jetzt hier. Okay, der Beauftragte der Dämon, der musste... Zwei Level-Ups. Skelengel und der Kobold noch. Alter, ja. Definitiv. Und ja. Mach. Du gibst mir bitte den T-Rex. Und du gibst mir bitte das Ding hier. Yes.